Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Die Discare Pflegezentrum für Intensiv- und Beatmungspflege OHG ist Sieger des KfW Award Gründen. Das 2019 von Monique Fink und Nicole Wolf gegründete Unternehmen setzte sich gegen rund 500 Bewerbungen aus Mecklenburg-Vorpommern durch. Discare versorgt und begleitet unter anderem Tracheotomierte sowie andere Patienten mit schwerwiegenden Krankheitsbildern. Das umfangreiche Pflegeangebot wird unter anderem von Logopädie sowie Ergo- und Physiotherapie begleitet. Diese umfangreiche Form der Pflege ist einzigartig und kann weder im heimischen Umfeld noch in anderen Pflegeeinrichtungen gewährleistet werden. Hierzu stehen zwei Wohngruppen und individuelle Einzelapartments zur Verfügung. Ausgewählt wurden die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Förderinstitutionen, Wirtschaft, Politik und Medien. Die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern ist bereits seit Jahren Mitglied der Jury und gratuliert dem Unternehmen sehr herzlich. Egal ob Anlagenmechanikerin oder Binnenschiffer, Mediengestalterin oder Koch, Gastronomin oder Einzelhandelskaufmann. Sie alle haben eine durch die IHK anerkannte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wer die Abschlussprüfungen mit mindestens 82 von 100 möglichen Punkten absolviert, gehört zu den besten Auszubildenden der jeweiligen Berufsgruppe. Im Einzugsbereich der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr 41 Azubis dieses Ergebnis erreicht. Dafür wurden sie am 26. November im Haus der Kultur und Bildung von der IHK geehrt. Mit 93 von 100 Punkten ist Josi Giffroy aus Pasewalk in der Berufsgruppe der Kosmetikerinnen und Kosmetiker sogar bundesweit die beste Auszubildende 2021. Mit den erbrachten Leistungen haben die Absolventen den ersten Baustein für ihre berufliche Zukunft gelegt und können nun weitere Entwicklungsmöglichkeiten wahrnehmen. Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsam mit dem Landeseltern- und dem Landesschülerrat einen Berufsorientierungsbeirat gegründet. Am 8. November wurde die Kooperationsvereinbarung in der Geschäftsstelle der IHK Neubrandenburg offiziell besiegelt. Mit dieser Unterschrift verpflichten sich die Partner, künftig beim Thema Berufsorientierung noch enger zusammenzuarbeiten. Denn neben der fachlichen Berufsberatung sind es vor allem die Eltern, die mitunter den entscheidenden Anstoß zu einer beruflichen Karriere geben. Dass dies nicht immer eine akademische Laufbahn sein muss, sich auch über die duale Ausbildung attraktive Karriereaussichten ergeben, ist die Kernbotschaft dieser Kooperation. Duale Ausbildung hat mittlerweile den gleichen Stellenwert im Abschluss wie eine akademische Ausbildung. Das muss den Eltern gesagt werden, darüber müssen sie informiert werden, damit es dann die Schüler auch wissen und wir die duale Ausbildung insgesamt damit stärken und damit natürlich auch gerade die Regionalschulen. Die Bündelung der Kompetenzen soll dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Umfragen hätten gezeigt, dass die Unternehmen in der Region den Fachkräftemangel als größtes Entwicklungshemmnis ansehen, berichtete IHK-Geschäftsführer Thorsten Harsch. Aufzuzeigen, dass es auch in der Heimatregion hervorragende Karrierechancen gibt, sei daher unerlässlich. Zu kommunizieren, dass es Weltmarktführer in der Region gibt, aber auch sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen, Start-ups, die die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten bieten wie große, namhafte Unternehmen irgendwo in der Bundesrepublik. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir verfügen über diese Daten. Wir können den Eltern, wir können den Schülern genau sagen, wo passgenau ihr Ausbildungsplatz ist und dass die duale Ausbildung für sie der richtige Weg ist. Weitere wichtige Anliegen des Berufsorientierungsbeirats soll die Optimierung der Rahmenbedingungen an beruflichen Schulen sein. Mindestens zweimal im Jahr will man nun zukünftig zusammenkommen. Weg von Öl und schrittweise hin zu biobasierten und nachhaltigen Produkten. Dies ist nicht nur ein Leitsatz für zukünftige Wirtschaftskonzepte, sondern auch Thema des Webinars, welches am 6. Dezember um 15 Uhr stattfindet. Wie ein solcher Wandel aussehen kann, wird am Beispiel der Verpackungsindustrie interdisziplinär und branchenübergreifend behandelt. Die Online-Veranstaltung am Montag ist die dritte Ausgabe der Webinarreihe Bioökonomie erlebbar machen, in welcher verschiedene unternehmerisch relevante Aspekte thematisiert werden. Die Gemeinschaftsveranstaltung wird von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, der IHK zu Rostock, der IHK zu Schwerin und dem Wir-Bündnis Plant 3 ausgerichtet. Für weitere Informationen und um sich anzumelden, kontaktieren Sie Holger Bayer, welchen Sie sowohl telefonisch als auch per E-Mail erreichen. Die Kontaktdaten haben wir für Sie eingeblendet.
Liebe Zuschauer, leider sind wir auch schon am Ende der aktuellen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV angelangt. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, wenn Sie auch am 10. Dezember wieder einschalten.